Wir fangen ja immer an, zum Jahreswechsel uns gute Vorsätze zu machen für das neue Jahr. Ja, ich habe jetzt Twitter jetzt auch erledigt und vorher habe ich schon die Twitter-Trends schon angefangen zu ignorieren. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Bla bla bla. Und ich glaube, das hat tatsächlich was mit Zeitigers These zu tun. Ja, das ist so, Konflikte auf utopischer Ebene lösen. Ja, total gut. Also in vielen Punkten stimme ich dir da auch zu, Jonathan, weil man nicht ein Ork mit Schrotflinte ist oder so. Die Würfelphilosophen. Rollenspieler sprechen über Religion, Gesellschaft und Philosophie. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Folge von den Würfelphilosophen. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, denn wir sind zurück aus der Winterpause und haben uns gedacht, wir machen heute mal eine Folge über Utopien. Und ja, wir sind heute wieder vollzählig. Ne? Der Alex ist da. Hallo zusammen, frohes Neues auch von mir. Und der Zeittiger ist da. Tag oder Abend oder Nacht, wann auch immer ihr das hört. Und der Jonathan ist da. Hallo. Genau, und ich habe mir gedacht, als ich das Thema in unserem Discord vorgeschlagen habe, ist ja nun unsere erste Folge im 2023. Und ich dachte mir, wir fangen ja immer an, zum Jahreswechsel uns gute Vorsätze zu machen für das neue Jahr. Und eigentlich ist es schon so in der DNA drin, also wenn man das mal über die Social Media und so verfolgt, dass eigentlich wissen alle, dass sie ihre guten Vorsätze nicht erfüllen. Und trotzdem nimmt man sich immer etwas vor und zeichnet so irgendwie eine Art Idealbild von sich selbst. Oder so ein bisschen in eine Richtung gedacht zumindest. Und irgendwie scheinen wir dieses Idealbild nicht zu erreichen. Manche von euch vielleicht schon. Könnt ihr mal drunter schreiben, welchen guten Vorsatz in den letzten Jahren ihr umgesetzt habt. Ja, wie geht's euch mit den guten Vorsätzen? Ich kann ja mal anfangen, weil mich das Thema auch eine Zeit lang beschäftigt hat. Und ich habe ja auch so ein Coaching-Training absolviert. Ich weiß, Coach ist nicht geschützt und jeder kann sich das nennen und bla bla bla. Und da gibt es so eine richtig schöne Selbstoptimierungs-Bubble drumherum, die man auch auf LinkedIn richtig schön verfolgen kann. Ist manchmal ein bisschen witzig. Und da sind ja Vorsätze oder sich selbst zu verbessern oder optimieren ein Riesending. Und man kann das ja immer machen. Man muss das ja nicht zum Jahreswechsel machen. Warum macht man das zum Jahreswechsel? Ne? Und wo will man hin? Das sind so Fragen, die ich mich da auch gestellt habe. Und mein Ansatz ist eigentlich, wenn ich irgendwie Bock habe, was zu ändern, versuche ich das gleich zu machen, weil da ist dann die Motivation da und es nicht aufzuschieben bis zum Jahresende. Und idealerweise zwei Dinge zu machen. Zum einen die Erwartungshaltung nochmal mit der Realität abgleichen, damit das auch irgendwie erreichbar ist. Und die Motivation, die ich habe, irgendwie so anpacken, dass ich das Ziel im Blick behalten kann und weiterverfolgen kann, auch wenn die Motivation mal abflacht. Und dann klappt es besser. Ich sage nicht, dass es immer klappt, aber es klappt besser. Ja. Wie ist das bei dir, Zeitiger? Hast du dir was vorgenommen? Nein. Aus ganz einfachem Prinzip, dass ich diesen ganzen Selbstoptimierungswahn auch teilweise für einen Irrweg fühle, weil man sich damit auch nur selber unnötig stresst. Mehr Zufriedenheit, Seelenruhe und auch Entspanntheit ist etwas, was uns in dieser sehr aufgeregten Zeit oftmals eigentlich eher abhanden gekommen ist. Aber ich kann durchaus verstehen, wenn man sich einzelne Ziele setzen möchte, das ist auch völlig okay. Ich kenne es ja genug auch von der Arbeit, aber das Problem auch dort stellt man ja auch immer fest, man muss die Ziele aber auch messen können, weil sonst sind sie mal mehr oder weniger leicht zu erreichen. Und deswegen, man sollte sich auch realistische Ziele setzen natürlich, aber so, man sollte sich auch irgendwie feststellen können, hat man sie überhaupt erreicht? Weil am Schluss kann man auch sagen, dann waren die Vorsätze für die Katze.
Also nein, ich bin eher das Prinzip, ich versuche eher das kommende Jahr eher versuchen, mehr Ruhe für mich selber zu finden. Auch ein Stück der Selbstoptimierung, oder? Mit mir selber mehr im Frieden zu sein, ja, kann man schon auch so sehen, aber eher weniger in dieser Bubble, wie gesagt, diese ganzen Optimierungscoach, jetzt performe ich noch ein bisschen besser, kriege besser meine Better Things dann und sonst was, also nee, bitte danke, nein, das brauche ich nicht. Also mit Ende 30 hat man dann irgendwann auch festgestellt, das ist auch irgendwann ein Wahn und eine Karotte, die immer hinterherläuft, die einen nicht zufriedener macht im Leben. Ja, Jonathan, wie sieht es bei dir aus? Obwohl, ich habe gerade schon einen Punkt beim Zeitiger, den muss ich mir unbedingt merken, weil da will ich direkt schon reingrätschen gleich. Also ich persönlich bin der totale Silvester-Grinch. Ich frage mich ja immer, wie kommt man auf die Idee, an einem Tag dem Bürger in die eine Hand Sprengstoff und in die andere Hand Alkohol zu geben und den Rest des Jahres ist das aus Gründen verboten. Ich bin da so ein bisschen, ich gehe da mit euch beiden gut mit und ich sage irgendwie diese Vorsätze, das ist irgendwie so kitschiger Kram und Selbstüberforderung, irgendwie beides. Für dieses Jahr musste ich mir irgendwie gar nichts vornehmen, weil ich den Job gewechselt habe zum Jahreswechsel und da wusste, es kommt so viel Neues auf mich zu, das wird sowieso alles. Auch überhaupt wieder begonnen habe zu arbeiten. Ich war das ganze letzte Jahr in Elternzeit und habe jetzt wieder angefangen. Also für mich ist mein Leben so viel anders, da musste ich mir gar nichts mehr vornehmen. Wobei die Tradition, dass man zum Jahreswechsel sich nochmal sich selbst findet, das ist ja älter und war früher auch in einem anderen Zeitpunkt. Deswegen heißt der Januar auch Januar, weil er eben sich auf den römischen Gott Janus ja bezieht, den einzigen Gott, den die Römer wirklich selber erfunden haben, nämlich der Gott, der sowohl zurück wie auch vorwärts gucken kann. Und der Februar ist ja eigentlich der Rest im Monat gewesen. Und deswegen dass das Jahr immer eigentlich mit dem Janus endet, ein interessanter Fakt. Der ist nämlich auch eben für Zurückschauen und Vorwärtsschauen zuständig. Also ich kann sagen, mir geht es ähnlich wie dem Zeitiger. Also dieses ganze zur Ruhe kommen und ein bisschen mehr Zeit für sich haben wollen und so, das fühle ich voll. Und das sind meine guten Vorsätze aus den letzten beiden, also aus dem 22 und jetzt aus diesem Jahr. Ich habe mir zum Beispiel letztes Jahr vorgenommen, keine Twitter-Trends mehr zu verfolgen. Das habe ich auch geschafft. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Und für 23 habe ich mir jetzt vorgenommen, nicht mehr nach Twitter reinzugucken. Bis jetzt habe ich es geschafft. Es fällt mir unglaublich schwer. Aber bis jetzt klappt es noch. Und es tut mir auch sehr, sehr gut, habe ich das Gefühl. Ja. Aber ich habe direkt mal irgendwie so ein Reingrätsch-Ding, habe ich ja gerade schon gesagt. Mhm. Wir haben jetzt so ein paar Sachen schon mal da. Wir wollen ja über Utopien sprechen. Und wir haben Utopien jetzt dann auch alle noch gar nicht so richtig definiert, was das denn überhaupt ist. Und ich stelle jetzt gleich mal eine These in den Raum und sage, Selbstoptimierung, wovon wir jetzt ja gerade sehr viel gesprochen haben, oder Coaching zum Selbstoptimieren, ist keine Utopie, oder? Da würde ich zustimmen. Weil eine Utopie ist ja mit einem Gesellschaftsbezug. Wenn ich mich optimiere, hat es ja ganz häufig nur diese ganzen klassischen Beispiele mit Rauchen aufhören, mehr Sport, gesunde Ernährung, das geht ja immer nur um mich. Und eine Utopie hat einen Gesellschaftsbezug. Wobei ich natürlich auch davon ausgehe oder wette, dass da draußen Menschen sind, die sagen, ich möchte mich mehr engagieren als Neujahrsvorsatz oder ich möchte mich um meine Angehörigen kümmern oder sowas in der Richtung. Das hat ja dann eher schon einen Gesellschaftsbezug. Aber auch das weniger in Richtung Utopie, weil da ist ja immer irgendwie so ein, da sind ja Werte komplett gesellschaftsdurchdrungen eingepflegt, und können dann, also sind irgendwie als Nonplusultra ohne Widerworte da. Wie bei Star Trek eben, es gibt kein Geld mehr, dafür ist eben dieses
Ja, wir arbeiten alle füreinander für eine bessere Zukunft. Kollaborative mit einem höheren Stellenwert versehen, wenn ich das jetzt richtig erfasst habe. Ich bin da nicht so der Nerd. Ja, durchaus, also würde ich auch so sagen. War der Zeitiger, wollte er dazu was sagen? Ja, der Punkt ist ja eigentlich eher, die Utopie ergibt sich ja eher daraus, wenn man sich selbst verwirklichen kann, im Sinne, dass man keine Angst mehr um seine Existenz haben muss. Also wir machen unser tägliches Arbeiten ja primär dazu, um unseren Lebensunterhalt irgendwie zu bezahlen. Und wenn ich so gesehen die Sicherheit hätte zu sagen, okay, ich kann jetzt einfach sagen, ich arbeite weniger oder ich arbeite gar nicht und möchte mich lieber nur gesellschaftlich einbringen, wird das aktuell von der Gesellschaft nicht wertgeschätzt, weil das muss man auf die eigene Kappe nehmen. Und die wenigen, die das können, das sind Privatiers, die also so viel Geld haben, dass jemand anders für sie arbeiten muss. Aber das ist ja nicht die Utopie. Also gut, das ist die Utopie für die einzelnen Personen, die so reich sind, dass sie das leisten können, irgendwas anderes zu machen und sei es eben auch Wohltätigkeitssachen. Aber das ist keine Utopie für die Gesellschaft. Und das ist eigentlich so die Frage, wann schaffen wir es eben dafür zu sorgen, dass jeder auf jeden Fall nicht zur Diskussion steht, dass er ein Haus über dem Dach hat, genug zum Essen bekommt und alles andere ist dann irgendwo in gewissem Grade Selbstverwirklichung. Aber also du meinst, noch weit wert. Du meinst jetzt nicht, dass es dass eine utopische Vorstellung nur von jemandem kreiert werden kann, der quasi der schon genug hat, der, ne, der sich nicht um alles kümmern muss, die Reichen, sondern du meinst irgendwie, das wäre schon eine utopische Vorstellung, dass das, was die Reichen an Freiheit haben, dass das alle haben. Für die ist es utopisch, aber auf wessen Kosten? Ja, das kann man natürlich immer fragen. Ne? Ja. Jonathan? Also Utopie kommt ja von Utopia, heißt kein Ort. Das ist ein lateinisches Wort, da kommt es her. Und meint ja letztlich eine Zukunftsvorstellung, Zukunftsidee, die gesellschaftsbezogen, die, wo irgendwie von vornherein klar ist, die ist nicht realisierbar eigentlich. Das ist also eine Art Wunschtraum, sag ich mal. Also mir fällt da immer der Kommunismus ein. Oh, es ist griechisch, ja, Topos der Ort. Hm. Da hat der Mensch, der auf dem Papier drei Sprachen kann, erstmal zwei von dreien durcheinander geschmissen. Super. jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Aber also Kommunismus war ich. Die Idee vom Kommunismus war, alle haben irgendwie gleich viel, Produktionsmittel sind geteilt. Es gibt eigentlich keine Armen mehr in der Gesellschaft. Was ist rausgekommen? Real existierender Sozialismus. Brauchen wir gar nicht drüber sprechen, dass das eine Scheißidee ist. Ein Freund von mir sagt auch, Studentenverbindungen sind dasselbe. Eigentlich nett. Man hilft sich gegenseitig, wenn man Hilfe braucht. Alte Herren finanzieren das Ganze irgendwie ein bisschen mit und so. Wenn man sozusagen Alumnus ist, dann gibt man sein Geld da rein, dass Leute günstig wohnen können. Im Zweifelsfall, das trifft mich auf alle Studentenverbindungen zu, weiß ich auch, ist es ein konservativer bis ultrarechter Saufverein, der sich gegenseitig mit scharf geschliffenen Waffen verprügelt. Also den Utopien haben immer irgendwas Fantastisches an sich. Und ich glaube insofern, dass eine Welt ohne Armut tatsächlich eine Utopie ist, weil unsere real existierende Gesellschaft anders funktioniert. Und im Zweifelsfall die Reichen reicher und die Armen leider ärmer werden. Ich wünschte mir, es wäre anders, aber alles deutet darauf hin, dass es das nicht ist. Ja, Alex? Ja, ich finde auch, dass diese Zwiegespaltenheit von Utopien und Gesellschaften immer dazu beitragen, dass Utopien zum einen wirklich unerreichbar bleiben, und zum anderen auch nicht erreicht werden sollten. Weil nur weil das, was wir denken, eine gute Utopie wäre, heißt das nicht, dass andere auch so denken. Für uns ist Star Trek vielleicht die Utopie, aber auch, also wenn wir das mal weiterdenken, es gibt ja viele Dinge, die utopisch sein könnten. Ich hatte da mal so einen einwöchigen Workshop, wo wir das mal durchdacht haben und da kamen auch so Beispiele wie,
dass man sich genetisch optimieren könnte oder dass man seinen Körper mechanisch aufbessern kann. Für mich keine Utopie. Für den, der es genannt hat, war das Teil seiner Utopie. Also ich denke, dass das, was wir total toll fänden, und ich stimme zu, dass keine Armut, ich glaube, da könnten wir uns eigentlich alle drauf einigen. Es gibt vielleicht so ein paar utopische Elemente, die richtig toll wären, aber viele sind doch sehr individuell oder scheitern dann daran, dass das, was wir toll fänden, andere nicht toll fänden. Ja gut, da sind wir wieder an dem Punkt, dass wir alle zusammen auf der Welt nie auf einen Nenner kommen. Ne? Ich kann ja mal ganz kurz Wikipedia hinzuziehen für eine Begriffsklärung. Also da steht, Utopie ist der Entwurf einer möglich zukünftigen, aber meist aber fiktiven Lebensform oder Gesellschaftsordnung, die nicht an zeitgenössische, historisch-kulturelle Rahmenbedingungen gebunden ist. Also soweit erstmal ganz nüchtern. Da ist auch das Wort schön oder gut oder so noch gar nicht dabei. Allerdings im alltäglichen Sprachgebrauch ist Utopie und utopisch synonym für eine von den vorherrschenden gesellschaftlichen Gruppen, also da kommt jetzt der Topos, den du gerade angesprochen hast, als überwiegend schön empfundene, aber unausführbar betrachtete Zukunftsversion benutzt. Der Begriff wurde so benutzt. Ne, also die Gruppe, in der man sich bewegt, muss einen Konsens finden und das als schön betrachten, aber als nicht realistisch. Das wäre jetzt so unsere Sache, ne? Irgendwie, was ja, wir jetzt gerade gesagt haben. Und dennoch erstrebenswert ein Stück weit. Genau, ja. Also, und das ist ja dieses, okay, ich mache mir irgendwie Vorsätze, ich möchte irgendwo hin, da ist ein Ziel, eine Vision, eine Utopie. Ich möchte Besseres einbringen in die Gesellschaft in dem Fall. Wäre das schon eine wäre das eine utopische Annahme? Ich möchte mich mehr in die Gesellschaft einbringen? Also aus meiner Sicht, nee, weil das kann ich ja erreichen. Na, wäre dann ja irgendwie muss ja unausführbar betrachtet sein, also nicht realistisch. Ne? Irgendwie so diesen Touch von, wie hat der Jonathan eben gesagt, Fantasy, ne? So. Ja, ich denke, die Gesellschaft, die ich sehen möchte, durch das Einbringen in die Gesellschaft, wird Utopie bleiben. Eben weil da noch sehr viele andere dran beteiligt sind an dieser Gesellschaft, nicht nur ich. Und das auch gut so ist. Aber das Einbringen in die Gesellschaft, das ist dann eher so ein Vorhaben. Ich finde das einen spannenden Gedanken, weil man müsste ja eigentlich auch mal schauen, wie diese Utopie oder diese Vorstellung, diese utopische Vorstellung, ob das überhaupt etwas ist. Also ich empfinde das als etwas, was eine Gesellschaft auch braucht, als Ziel, auch wenn es nicht realistisch ist. Ich finde dieses vorherrschende gesellschaftliche Gruppen überwiegend als schön empfunden. Ne? Ich finde diesen Teilsatz irgendwie, dieser Konsens, das ist schön, da wollen wir hin. Ich finde, das ist wichtig, zeitiger. Ja, die Frage ist aber nur, passen überhaupt die Rahmenbedingungen dorthin? Und das ist ja immer die Sache, okay, was müsste sich eigentlich effektiv ändern, damit wir überhaupt auf diese Richtung hinkommen von unserer Vorstellung, dass die Armen nicht unbedingt so arm sein müssen, dass sie wirklich am Hungertuch oder an der Existenz nagen müssen. Und was ist effektiv in unserem System auch zum Beispiel überhaupt nicht schön? Und da fällt mir in die Zahl einfach der Kapitalismus als solches ein, weil das ist zwar ein massives Vehikel, aber unheimlich schwierig bis gar nicht zu kontrollieren, weil einfach die Mittel zur Kontrolle dessen nicht mehr einzufangen sind in der jetzigen Form. Dafür ist einfach die Schere schon so weit auseinandergegangen. Man sieht es ja auch daran, der Einflussnahme. Und deswegen müsste man für jegliche Utopie erstmal den Kapitalismus als solches irgendwie in Frage stellen und erstmal wieder richtig bändigen. Und ich glaube, das Bändigen, das kriegen wir nicht mehr so wirklich gut hin. Die Frage ist nur, wie kriegt man das Ding wieder los? Das ist ja auch in der Definition gesagt. Jonathan, ich komme gleich zu dir.
Dass die Rahmenbedingungen müssen halt geändert werden, weil die Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, sind ja nicht Teil der Utopie eigentlich. Ne? Ja. Wenn man die Rahmenbedingungen ändert, so ein bisschen, so ein minimal kriegen wir das ja gerade in unserer Gesellschaft auch mit. Da versucht gerade in Deutschland irgendwie, versucht die Ampelregierung gerade so Grundstrukturen des gesellschaftlichen Zusammenhebens so minimalst zu ändern. Und man merkt, auf wie viel Widerstand das ganze Vorhaben tritt. Und deswegen, also man muss halt erstmal etwas loslassen, damit es etwas Neues erschafft. Das ist ein grundsätzlich schwieriger Punkt, glaube ich. Ne? Und Jonathan wittelt die ganze Zeit schon mal und will uns alle bereichern mit irgendwas Tollem. Hoffe ich zumindest. Also, gab ja nach den zwei Weltkriegen immer diese Idee, unseren Kindern geht's mal besser als uns. Das mündete dann in Wachstum, 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 war aber eine große Erzählung, ein großes Narrativ, das die Gesellschaft zusammenhielt und dass die Gesellschaft an sich, das fanden alle erstrebenswert. Das ist ein großes Ding. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir sozusagen langsam kapieren, was diese letzten 60 Jahre mit der Welt gemacht haben und erkennen, dass dadurch, dass wir gedacht haben, es geht den Leuten in der nächsten Generation immer besser, es ihnen in der spätestens übernächsten Generation massiv schlechter geht. Also die sozusagen große, heilsbringende Erzählung kippt gerade um. Und als jemand, der in einer Institution arbeitet, die sehr, sehr, also von Natur aus sind Institutionen immer schwerfällig, Gesellschaften sind noch viel schwerfälliger. Veränderungen in so großen Systemen können als Ganze, so meine ich inzwischen, nur durch Disruption entstehen. Also durch Revolutionen, durch äußere Einflüsse, Umweltkatastrophen etc. Also ich glaube nicht, dafür sind Menschen einfach zu sehr auf ihr eigenes Wohl bedacht. Niemand sägt gerne an einem Stuhl, auf dem er sitzt. Das ist einfach menschlich, weil man wäre ja doof. Und deswegen glaube ich, ist das mit den Veränderungen so schwierig und deswegen sind so viele Dinge Utopien und deswegen, jetzt komme ich nochmal auf die Klimawandelfolge, Klimabewegungsfolge zurück, weil die uns nämlich erzählt, dass es eine coole Utopie überhaupt nicht mehr gibt, sondern es gibt eine Dystopie, die verdammt schnell real wird, wenn wir nicht den Arsch hochkriegen. Also das, was an Utopien das Tolle ist, was Kraft gibt, das funktioniert gerade nicht mehr, weil es keinen gesellschaftlichen Konsens mehr darüber gibt, dass eine Welt, ich sag mal, ohne irre viel, absurd viel Individualverkehr, unbesteuerte Flugreisen und ohne tägliches XXL-Schnitzel etwas für alle Erstrebenswertes ist. Diesen Konsens gibt es nicht. Und deswegen bricht uns die ganze Scheiße so auseinander. Und deswegen werden so viele von diesen Begriffen, ich habe vor zwei Tagen bei Twitter oder was heute, sehen die vier Reiter der Apokalypse, der Boomer-Apokalypse. Gendern, Veganismus, Tempolimit und das vierte kriege ich nicht mehr zusammen. Aber das wird bestimmt plötzlich Feminismus oder sowas. Bestimmt. Wird plötzlich alles zu so identitätsbildenden Dingen hochgejazzt, die es überhaupt nicht sind. Aber das sind die Konfliktpunkte, weil nämlich eine dadurch momentan gut situierte Gruppe sozusagen erstens Macht und zweitens Deutungshoheit abgeben muss. Und das funktioniert nicht. Und deswegen sind Utopien Utopien, weil sie weil sie nicht verwirklichbar sind. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Alex? Ja, total gut. Also in vielen Punkten stimme ich dir da auch zu, Jonathan. Nur an zwei Stellen würde ich nochmal nachhaken, beziehungsweise widersprechen. Das eine, man sägt ja Tatsache nicht so gerne an einem Stuhl, auf dem man sitzt. Ja,
das Tolle daran ist, wir sind ja nicht mehr alleine. Wir sind ja in einer Gesellschaft. Da kann ja auch jemand stehen und einem schon einen zweiten Stuhl anbieten oder einem festhalten, sodass man nicht umfällt, selbst wenn man dran sägt. Also den Gedanken nur noch dazu packen, dass wir ja nicht immer nur von uns und als Einzelperson ausgehen. Und das andere, der Begriff besser sein, ne? Wachstumsgesellschaft, besser als was, ja, wohin, besser werden. Da haben wir halt Dinge angefangen zu messen, die leicht zu messen waren, die zu dem Zeitpunkt auch überhaupt messbar waren, aber leider nicht das, was uns als Zivilisation, als Menschen, als Gesellschaft ausmacht. Ja? Und das kommt jetzt mehr und mehr in den Fokus, hoffe ich, denke ich, fühle ich zumindest auch, ne? Dieses Mental Health Awareness, dass man eben über seine nicht nur körperliche, offensichtliche Gesundheit irgendwie nachdenkt, sondern mal schaut, war es denn wirklich zielführend, jetzt 40 Stunden die Woche, 40, 50, 60 Jahre lang zu arbeiten und weder Zeit für Familie, Kinder, Freunde zu haben? Oder ist das vielleicht was, was in Frage gestellt werden muss und man dafür dann das klassische Wachstum riskiert, dafür aber Wachstum hat an Glück, Zufriedenheit, Austausch, der uns ja auch immer mehr und mehr flöten geht, den wir dann versuchen zu kompensieren über Social Media, die aber nicht so gut funktioniert irgendwie, sonst würden wir nicht versuchen, Twitter zu meiden oder Instagram und Co. Also ich denke, dass andere Sachen besser werden sollten als das, was die Vergangenheit gedacht hat, was besser gut wäre. Ist das dann jetzt messbar? Keine Ahnung. Das da, also diese ganzen Diversity und Inclusion und auch Climate relevanten Indikatoren, Mental Health, da sind wir ja gerade alle dabei, irgendwie gesellschaftliche Normen und Standards zu finden, über die man das irgendwie nachvollziehbar gestalten kann. Und das ist Teil, glaube ich, der Utopie. Also wenn wir uns alle mal so überlegen, wo wollen wir denn hin? Und trotz der ganzen Krisen und trotz der Schwierigkeiten, die Wandel und Änderungen mit sich bringen, anpacken. Dann könnte das ganz gut funktionieren, weil es muss auch von uns ausgehen. Also so ein Neujahresvorsatz trägt auf jeden Fall zur Utopie bei, wenn man nicht einfach nur sagt, ich mache jetzt dies oder jenes, sondern wirklich guckt, wo will ich hin und die Utopie im Blick behält. Aber der Punkt ist ja, was wir gerade vorhin schon festgestellt haben, gerade eingangs, wo Carly gesagt hat, ja, ich habe jetzt Twitter jetzt auch erledigt und vorher habe ich schon die Twitter-Trends schon angefangen zu ignorieren. Das ist ja ein Problem hinsichtlich der Utopie. Die Utopie, ich mache jetzt auch mal eine These auf, ist per Definition einfach sau langweilig. Der Punkt ist nämlich, da passiert nicht viel. Man muss sich schon, also wenn ich jetzt ein utopisches Rollenspiel, um mal wieder unseren Würfelanteil in unserem Podcast hier mal wieder zu erwähnen, ranziehe, ich kenne, wie gesagt, sehr wenige utopische Rollenspiele. Also ich weiß, sie sind da, aber es sind meistens irgendwelche Indie-Geschichten. Und der Punkt ist auch, dass alles, was positiv eigentlich die Gesellschaft voranbringen würde, sei es Windräder, sei es Klimabewegung, sei es Gendern, was verfängt. Das ist jetzt deine Meinung, dass das positiv ist, ne? Ja, natürlich, das ist meine Meinung, aber ich denke, das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber das wird alles negativ geframed von all denen, die sich bedroht davon fühlen, weil sie sich ändern müssten. Und nichts ist konstanter als der Wandel. Und das ist so ein Thema, wo wir immer wieder aufpassen müssen. Die Empörungswelle ist das, was ja aktuell den Kapitalismus, den Algorithmus und sonst wie befeuert. Und es ist immer wieder faszinierend zu beobachten, wie das ja, unsere Gesellschaft in diesem Sinne auch immer wieder polarisiert. Und das ist halt, ja, die Frage ist halt, ist es hilfreich, den Diskurs zu suchen oder nicht? Aber auf jeden Fall ist die Utopie eigentlich das Erreichen dieses Wandels. Aber dann hieß es ja effektiv, wir müssten stillstehen bleiben irgendwo. Das ist ja auch wieder so ein Thema. Also, was ideal ist, braucht ja nicht mehr verbessert zu werden, oder?
Also ich glaube, dadurch, dass wir als Menschen ja kontinuierlich im Wandel sind, sobald wir eine utopieähnliche Gesellschaft geformt hätten, wäre die gar nicht automatisch langweilig. Also auch im Rollenspielkontext kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann weiterhin Probleme entstehen. Die sind dann vielleicht nicht mehr ganz so invasiv und zerstörerisch, aber eher so emotional, ne? Ich habe immer noch Beziehungsprobleme. Oder eine gestörte Beziehung zu meinen Eltern. Oder habe ein Role Model, den ich nachstrebe. Oder möchte einen Berg besteigen. Ja, das sind ja alles noch nach Abenteuern und auch Rollenspiel-Kontext schreienden Problemstellungen, die ja, wie du sagst, in Indie-Kontexten immer wieder explored werden. Ich würde eher nochmal die Frage in den Raum stellen, warum ist das denn meistens im Indie-Kontext? Warum ist es denn nicht mehrheitstauglich, dass man sich abseits von Kämpfen, Zerstörung, Kaputtmach-Fantasien bewegt und nicht in Utopien? Ich könnte vielleicht versuchen, das zu beantworten und sagen, dass das dann eine Stellvertretung ist. Dass es irgendwie wahrscheinlich Teil der menschlichen Natur ist, so etwas, so einen Drang zu haben, Kämpfe auszufechten und Blutsplatter-Zeugs irgendwie. Ne? Es übt eine Faszination aus, sonst wäre es nicht so erfolgreich. Und anstatt dass ich mir mit anderen real irgendwie den Kopf einhaue, lebe ich diese Sache im Spiel lieber aus. Aber bevor ich dem Jonathan, der sich auch gerade meldet, nochmal, mir ist gerade was aufgefallen, aus meiner christlichen Sicht heraus, was der Zeitiger nämlich gesagt hat, dieses langweilig sein. Und das, was du gesagt hast, Alex, mit dem darauf hinarbeiten und dass dann in der Utopie ja immer noch Konflikte irgendwie in irgendeiner Art und Weise noch vorhanden wären. Ich vergleiche das jetzt mal mit meiner religiösen Utopie, so nenne ich es jetzt einfach mal. Der Christ an sich hat ja eine Utopie, auf die er hinstrebt, nämlich den sogenannten Himmel, ne, oder die Präsenz Gottes auf Erden, keine Ahnung, Verherrlichung oder keine Ahnung, wie man es auch immer man es nennen möchte. Und ich stimme dem Zeitigern teilweise zu, denn wenn man das ernst nimmt, was da beschrieben wird in den Prophezeiungen und in diesen utopischen Fantasien, sage ich es mal, der Propheten und von Jesus selbst und so, oder Offenbarung, könnte man sagen, wenn das stimmt, dass am Ende diese schöne neue Welt kommt und Gott alles neu macht und alles gut ist und kein Heulen und kein Zähneklappern mehr ist und alle Tränen abgewischt sind und so weiter, dann stimmt eben das, was der Alex jetzt sagt, nicht. Denn ich stelle mir dann das wirklich so vor, dass es dann wirklich keine Konflikte mehr gibt. Und dann kommt es wieder zum Zeitiger zurück. Und ist das dann nicht langweilig? Und ist das nicht ein Grundproblem vielleicht von christlicher Utopie, dass wir dahin gar nicht wollen, weil es stinkelangweilig ist, Jonathan? Jetzt hast du schon das ein bisschen vorweggenommen, was ich sagen wollte. Tut mir leid. Ach, alles gut. Dafür sind wir ja zu zweit als religiöse Menschen hier. Ist jetzt tatsächlich, also schon da, es gibt ja biblisch gesehen ganz, ganz viele Utopien. Mal sind es die Völker, die alle zusammen zum Zion, zu Gottes Berg, also wir würden heute sagen, nach Jerusalem kommen und Gott anbeten. Mal ist es Gott, der sozusagen auf der Erde wandelt, mal ist es die komplette Neuschöpfung von allem und dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen, es wird keinen Tod und keinen Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und auch keinen Schmerz, denn was früher war, ist vergangen. Jetzt muss man natürlich wissen,
dass diese Erzählung, das ist aus der Offenbarung des Johannes, letztes Buch der Bibel, 21. Kapitel, die ersten sechs Verse. So, das ist ja geschrieben an Gemeinden im ungefähr, also es ist nicht ganz klar, wann das entstanden ist. Irgendwann zwischen ungefähr 90 nach Christus und 135. Da sind sich, also bei wenigen Büchern sind sich die neutestamentlichen Wissenschaftler so uneins, wann das geschrieben wurde. Aber klar ist, es geht immer um Gemeinden in Verfolgungssituationen. Also es ist eine Hoffnungsperspektive zum Durchhalten, zum im Glauben treu bleiben an Gemeinden, die verfolgt, bedrängt, bedroht oder bekämpft werden. Von daher hat es für die tatsächlich eine Doppelfunktion als sozusagen Ziel zum darauf hinarbeiten, zum dran festhalten. Aber es ist schon auch klar, es ist eine Utopie. Denn die erste Erde und der erste Himmel sind vergangen. Es ist kein Ort auf unserer Welt, der da beschrieben wird. Das auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass man sich sozusagen das allzu stofflich vorstellen muss oder wie eine in Ewigkeit verlängerte Zeitlichkeit, diese Ewigkeit, die da beschrieben wird. Ich glaube, bei Gott sein ist eine Form von Vollendung, die können wir jetzt uns nicht vorstellen. Ich glaube, ab und an haben wir da so kleine Momente, wo das schon durchscheint, wo wir denken, ja, dieses, was Goethe beschreibt mit Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Oder wo Rammstein jetzt gesungen haben, Augenblick, verweile doch, ich bin noch nicht bereit. Und man selbst ist immer in diesem Fluss der Zeitlichkeit gefangen und sieht am Ufer immer mal so einen Augenblick Ewigkeit. Das beschreiben die in dem Song Zeit eigentlich ganz schön. Ich glaube, dass sozusagen die Frage nach der Langeweile dann kein Thema mehr ist. Aber natürlich ist es für Filmemacher, Serienschreiber, AutorInnen, RollenspielerInnen immer spannend zu gucken, wie verhalte ich mich denn vorher, wie verhalte ich mich denn im Umbruch. Und jetzt komme ich auf mein kleines 16-jähriges gemobbtes oder 15-jähriges gemobbtes Ich zurück. Für mich war es verdammt nochmal eine Utopie, mit bei Shadowrun mit Sturmgewehr bewaffnete Leute zu erschießen, die mir Böses wollen. Das hatte für mich etwas sehr Heilsbringendes, mich sozusagen zumindest in Gedanken und im Spiel zur Wehr setzen zu können gegen das, was mir passiert. Das hat mich auch getragen, eine Zeit lang. Und das hat ja auch, ist ja auch eine Form von Selbstermächtigung gegenüber von bösen Gestalten, dunklen Mächten oder trüben Gedanken oder so. Also ich glaube, das hat auch sozusagen schon dieser Teil, dieses Mal der Starke sein oder mal jemand ganz anders sein als man selbst, erstmal in der Rollenspielrunde ausprobieren, wie das ist, jemanden vom anderen Geschlecht zu spielen, bevor man sich vielleicht 5 oder 10 Jahre später tatsächlich als trans outet. Sowas auszuprobieren, das hat ja was Befreiendes, das ist ja Empowerment und hat auch etwas, was viele andere als Utopien bezeichnen. Nämlich dieses, da kann ich sein, wer ich bin. Wobei auch schon dieses ist ja ein sehr zeitgebundenes Ideal. Vor 150 Jahren, als der Kommunismus die Utopie war für alle, die keinen Kapitalismus wollten, da war das Individuum, so wie wir das heute kennen, noch überhaupt keine Kategorie, über die irgendjemand nachgedacht hat. Weder der Kapitalismus, noch der Kommunismus oder der Nationalsozialismus oder so. Es sind alles kollektive Ideologien. Diese Betonung des Individualismus ist ja auch wieder eine Reaktion auf einen viel zu stark betonten Kollektivismus und ist ja auch eine sehr zeitgebundene Perspektive. Aber jetzt habe ich schon wieder drei Dinge in einen Topf geschmissen.
Vielleicht nehmt ihr auch euch eins davon und sagt was weiteres dazu oder sagst, nee, ist alles Unsinn. Ich bin gespannt, was ihr jetzt dazu sagt. Ich würde da nur ganz kurz, weil ich auch schon wieder so viel geredet habe, die Session heute, was sagen. Zum einen, vielleicht sollten wir nicht 16-Jährige oder 15-Jährige fragen, wie die Utopie aussehen sollte. Das kann hart in die Hose gehen, habe ich gerade gehört. Zum anderen, du hast das Thema aufgegriffen der Zeit und des Ausprobierens. Und ich glaube, das ist, habe ich jetzt so beim Hören festgestellt, vielleicht die Krux, warum noch nicht Mainstream geworden ist, sich in der Utopie zu bewegen, also wirklich komplett da rein zu bewegen. Das ist ja auch, wir hatten es ja bei der, ich glaube auch bei der Klimafolge mit Solarpunk und Hopepunk, dass es da diese Genres gibt, in denen man sich da schon mal ausprobieren kann. Warum ist das nicht mainstreamiger oder warum ist es noch nicht bei D&D direkt mitgedacht worden? Zum einen, denke ich, weil es schneller ist, sich in bekannte Konflikte reinzudenken. Und Krieg ist ein allzeit bekannter Konflikt, der schon sehr viel ausprobiert wurde, auch im realen Leben. Und es ist auch ein Konflikt, der leicht zu oder schnell zu lösen ist. Ne? Wenn mein Gegner tot ist, ist der Konflikt vorbei. Ja, dann ist nämlich kein Konflikt mehr da. Der wurde so gelöst. Diplomatie ist da schon ein bisschen anspruchsvoller. Braucht mehr Zeit. Man muss sich auch in den Gegner hineinversetzen. Und dann wird es vielleicht kein Gegner mehr. Und ich denke, dass diese anspruchsvolleren, komplexeren, perspektivreichen Konflikte dem Spaß, dem Realitätsentfliehen wollen, entgegenstehen. Und man ja häufig auch einfach nur mal raus will und in den Ork-Schuhen mit einer Shotgun einen Supermarkt überfallen möchte, um mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Ja, kann man ja mal ausprobieren. Und noch der Punkt, dass nicht nur Konflikte Anreize schaffen für Abenteuerspannung und Veränderung und man auch einfach mal was Schönes erleben möchte. Auch das kann Anreiz bieten für ein Abenteuer. Nicht umsonst gehört zu jedem guten Film eine Liebesgeschichte. Ne? Das ist ja kein Konflikt in dem Sinne. Genau, man möchte das ja erleben, man möchte da ja hin und nicht irgendwo anders weg von. Ja, also das sind auch so Reizmomente. Ja, ich glaube, wir sind da auch irgendwie alle auf einer Ebene. Ich glaube, das hat auch viele verschiedene Gründe, warum das sich noch nicht durchgesetzt hat oder es vielleicht auch schwer hat, sich durchzusetzen, dieses Genre. Mir ist eben nochmal aufgefallen, um das mal so ein bisschen irgendwie zu ummanteln, dass wir Utopien jetzt ganz oft bezeichnet haben als Idealbild, irgendwas, wo wir hinwollen, obwohl die Definition dann sagt, es ist nicht erreichbar. Und was der Jonathan gerade gesagt hat mit seinem 16-jährigen Ich, ich würde übrigens nicht sagen, dass man 16-Jährige nicht fragen sollte, also vielleicht nicht, also ich halte 16-Jährige auch schon für reflektiert, wenn man sie denn reflektieren lässt und nicht. Aber man sollte ihnen keine Waffe geben. Im Rollenspiel schon, ja. Ja. Aber was der Jonathan hat gesagt, das hat ihm Halt gegeben. Damals. Und ich glaube, genau das kann Utopie auch. Also wir haben ja eben schon ein paar Mal gesagt, irgendwie es gibt halt bestimmte Dinge, die geben uns in unserem Leben und unserer Gesellschaft geben uns Halt. Also daran halten wir uns fest und auf die kommen wir immer wieder zurück, wenn wir in Konflikte geraten oder so. Und das ist einerseits so Traditionen, ne? Irgendwie, da kann man sich mal dran festhalten. Das ist immer so gewesen, das ist fest daran, ne, das muss so sein. Und das wäre der Blick nach hinten. Und der Blick nach vorne wäre für mich dann auch irgendwie so ein, wie gesagt, so eine zukünftige Utopie, irgendwie so, da wollen wir gemeinschaftlich hin. So, da kann ich mich auch dran festhalten. Es ist sicher, ne, deswegen auch diese Idee des American Dream oder sowas, ne? Irgendwie, wir haben wo wir hinwollen. Ob das dann realistisch ist oder nicht, hinterfragt vielleicht auch gar keiner so richtig im ersten Augenblick. Aber zumindest
kriegen wir ja auch jetzt von den Massenmedien ja auch ständig irgendwas vorgesetzt, ne? Wo wir sagen, da müsst ihr hin. Du musst das neue Auto kaufen. Du musst das neue Smartphone haben. Konsum, 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 Konsum. Das ist eine aufgesetzte Utopie, wenn man so will, ne? Und weil wir nicht drüber nachdenken, ob das denn jetzt irgendwie was Gutes ist, folgen wir dem einfach und das gibt uns Halt. Und wenn jetzt eine Bewegung kommt und sagt, das ist schlecht, dieser Konsum, was anderes ist viel besser, dann verlieren wir diesen Halt, der uns da gegeben wurde. Und das bringt halt Individuen und das bringt gesellschaftliche Strukturen zum Wackeln. Und ich glaube, das ist irgendwie ein Teil davon, was wir gerade erleben. Neben dem, dass irgendwie gesamtgesellschaftlich natürlich auch noch andere Konflikte und technologische Revolutionen und sonst irgendwas kommen. Schaut euch mal die Welt vor 25 Jahren an, das ist ja nicht mehr vergleichbar. Diese Schnelllebigkeit und alles, das kommt alles zusammen und dann lässt es irgendwie so ein bisschen bröckeln. Und ich habe im Vorgespräch, als wir gesprochen haben, schon mal hab ich, ein Beispiel gebracht, woran man das vielleicht ganz gut sehen kann, dass das alles bröckelt. Gerade also der Blick nach vorne bröckelt, weil wir nämlich selbst angefangen haben, unsere utopischen Bilder, die wir kreiert haben in der Vergangenheit, mein Beispiel war Star Trek, ja, selbst zu demontieren und mit, wie Alex hat es, glaube ich, im Vorgespräch so ausgedrückt, sie rückwärts zu richten. So dass es sich immer mehr der Realität angleicht und weniger Utopie wird. Und ihr wolltet dann gleich irgendwie auch was dazu sagen zu Star Trek und zu dem ganzen Ding. Ich meine, ich hatte jetzt schon so lange gesprochen, dass mein Kopfhörer schon ausgegangen ist. Deswegen, Jonathan meldet sich. Ideale Verarbeitung von gesellschaftlichen Dingen ist ja immer eine Reaktion auf gesellschaftliche Strömungen. Zumindest ist es das, sagen wir mal, wenn ich jetzt Star Trek mir rausgreife, für den Zeitraum bis Mitte der 2000er. Weil dann irgendwann die sozusagen mit den ganzen Social-Media-Geschichten fingen Medien nämlich an, Gesellschaft vor sich herzutreiben. Ich glaube, das hat sich gedreht. Aber Filme, Serien und so sind immer Verarbeitung von Dingen, die passieren. Und im 20. Jahrhundert gab es große Erzählungen. Und in Star Trek waren ein russischer Offizier, ein amerikanischer Captain, eine schwarze Frau und einen Alien zusammen auf einer Brücke. Ist für die 60er Jahre der absolute Knaller. Und unrealistisch. Völlig, völlig. In einer Gesellschaft, wo Schwarze und Weiße nicht in denselben Vierteln gewohnt haben, nicht zusammen einkauften und nicht im selben Bus saßen. Also was das für Sprengkraft bedeutete, können wir uns, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Das ist das eine. Und ich glaube, ein großes menschliches Reaktionsmuster auf Krisen ist Regression. Nicht umsonst, mir fällt das als Pastor immer an Weihnachten auf. Wenn man an Weihnachten was Neues im Gottesdienst macht, kriegt man immer Haue. Weil es nicht so ist, wie es immer war, oder weil ich sage, weil es nicht so ist, wie es nie war. Weil die Leute ein ganz bestimmtes Bild, also es gibt ja Familien, die essen über Generationen immer dasselbe an jedem Feiertag. Ich weiß nicht, wie ihr da so drauf seid. Bei uns ist Tradition, dass es immer was anderes gibt. Tradition, die Halt gibt, ne? Ja, genau. Und das ist es nämlich. Und deswegen dieses früher war alles besser. Früher, da war der Mann noch Herr im Haus, Männlein war noch Männlein, Weiblein war Weiblein, jeder hatte seinen Platz. Und so, das fängt klein an, wird dann aber sehr schnell sehr groß. Und ja, irgendwann früher, da hat man noch unaussprechlichere Dinge getan, weil man sie halt getan hat. So, ich will es jetzt gar nicht reproduzieren.
Aber und ich glaube, dieses nach hinten schauen, das ist ein Ausloten für Serien und so, was einfacher ist, weil, so habe ich es im, glaube ich, Vorgespräch gesagt, irgendwann, wenn man sozusagen bei Star Trek Voyager noch einen draufpackt, wo erstens, wo sollen die noch hin? Zweitens, wie soll das noch innovativer aussehen? Irgendwann sieht es wieder aus wie Game of Thrones oder wie Star Wars, weil es ins Märchenhafte abdriftet. Weil ja, wir ja viele Dinge, die in Star Trek in der Originalserie noch so halb vorkamen, die gibt es ja. Handys mit Lautsprecherfunktionen, Ortungsgeräte und so weiter. Das ist ja alles da. Also da hat die Realität die Utopie eingeholt. Und oder die Vision von Gene Roddenberry. Und Meine entscheidenden Stellen eben nicht, ne? Also ja. diese Gesellschaftsstruktur, die haben wir eben nicht, wir haben die Technik erreicht, aber wir haben nicht die Genau. Gesellschaftsstruktur erreicht. Ja. Und was ich ausdrücken wollte eben mit meinem Beispiel war, die in den neueren Veröffentlichungen, das fängt vielleicht schon mit DS9 an, bei Star Trek, ne? Wenn dann so gesellschaftliche Intrigenplots dazu kommen, so dass man auf einmal der eigenen Gesellschaft nicht mehr trauen kann. Dieses Ideal, die Menschheit ist jetzt in einem Zusammenschluss, wo alle sich einig sind, was man machen will. Wir sind Forscher, bla 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 bla, ne? So, und mit DS9 fängt es an zu bröckeln, weil dann auf einmal kommt es hin, ich kann dieser Organisation, ich kann dieser Struktur, kann ich nicht mehr trauen. Sie ist unterwandert. So, und da finde ich ganz viele Thematiken, auch jetzt aus den letzten paar Jahren, finde ich da wieder, ne? Unsere Regierung ist unterwandert, die wollen uns was Böses eigentlich und bla und blub und die, ne? Wir fangen in unserer eigenen Fantasy an, unsere eigenen Utopien zu untergraben und kaputt zu machen. Und ich glaube, das hat tatsächlich was mit Zeitigers These zu tun. Wenn man immer nur noch eine weitere neue Welt entdeckt und irgendwelche irgendwelchen Hinterwäldlern erklärt, wie sie Konflikte zu lösen haben. Und wenn der große weiße Mann Kirk 2015 immer noch die Lösung bringt, nach demselben Schema wie 1966, passt es nicht mehr. Es ist langweilig. Die Geschichten Am von Zeitiger immer wieder, ne? wird immer mehr, immer toller, immer weiter sind, waren dann auserzählt. Und in den 90ern braucht es dann vielleicht tatsächlich diesen Rückzug ins Private oder ins bei Voyager total technisierte, wo die immer, also Kate Mulgrew hat mal gesagt, sie brauchte immer ewig, um ihre Texte zu lernen, weil da lauter technische Vokabeln vorkamen, die es einfach nicht gab und sie nicht wusste, was das ist und sich nicht vorstellen konnte, bevor sie nicht mindestens eine Zeichnung davon gesehen hat oder einen Plastikklotz in der Hand hat. Wo 30 Jahre vorher bei der Raumpatrouille Orion noch ein Bügeleisen gereicht hat, das man an den Stuhl geklebt hat. Das ist ja alles rührend heutzutage. Aber es ruft eben auch nicht mehr hervor als Nostalgie und peinliche Berührung. Ja, aber wie gesagt, auch die Sache mit Kirk als weißen Retter, was ja auch ein durchaus nicht unproblematisches Trope ist, was man ja auch so, das ist ja etwas, was ich mich immer wieder freue, wenn ich so gesehen, gerade aus der queeren Community und auch aus den Leuten, die eben People of Color und schwarz sind, die einen das immer wieder vorführen und die auch sehr viel Aufklärungsarbeit machen. White Savior Trope ist auch nicht lustig und so gesehen retrospektiv auch nicht gut. Das ist ja auch das Problem mit den ganzen Sachen. Die sind alle dahingehend ganz schlecht gealtert, wenn man mal ein bisschen die richtige Brille zurechtgerichtet bekommen hat. Aber der Punkt ist ja auch, wir lernen ja auch neue Geschichten zu erzählen und andere Utopien zu entwickeln. Aber sie sehen halt dann anders aus und das Problem ist einfach, sie sind kommerziell selten erfolgreich. Und das ist halt auch. Also, dass wir jetzt gerade zum Beispiel beim Star Trek jetzt, dass wir da ein bisschen mehr zurück wieder zu diesen mit Strange New Worlds gehen, ich habe das leider noch nicht gesehen, aber so was ich höre, dass es eben mehr wieder so Star Trek-Vibes hat, während ja Discovery ganz, ganz klar den aktuellen Zeitgeist wieder bildet, mit viel mehr Eher Konflikten und so. dystopisch ist, ne? Genau. Und ja, das ist halt eine Sache.
dass wir neue Geschichten lernen müssen. Also gerade so eben so Kindersendungen. Ich finde zum Beispiel Willkommen im Haus der Eule ganz wunderbar. Ist eine Disney-Sendung. Die wurde abgesetzt, aber ist super angenehm zum Gucken. Oder auch My Little Pony. Also das sind auch so, das sind so utopische Serien. Also in Kinderserien finden wir so gesehen unsere Utopie noch irgendwo wieder. Weil My Little Pony gesehen hat, die meisten Konflikte darin lösen sich dann sehr interessant auf. Nach dem Motto, der Drache, der jetzt hier alles verpestet, wohnt jetzt deswegen in dieser Höhle neben dem Dorf, weil seine ursprüngliche Höhle überflutet worden ist, weil irgendjemand nicht aufgepasst hat beim Flussumbau. Ja, das ist so Konflikte auf utopischer Ebene lösen. Also wir sollten uns vielleicht auch da wieder zurückfinden zum Motto, vielleicht mal ein bisschen mehr die interessanteren Kindersendungen angucken, und zwar die Kindersendungen, die nicht martialisch sind, sondern eben versuchen, Konfliktlösungen zu vermitteln. Und My Little Pony ist ja jetzt hier auch ein einfaches Beispiel, aber wie gesagt, es gibt auch andere Sendungen, die da in die ähnliche Kerbe hauen. Konfliktlösung finde ich ein gutes Stichwort. Aber Alex, wollt ihr noch? Ja, sorry, Jonathan, ich rede ja mal kurz dazwischen. Also das eine, was ich ansprechen wollte, ist tolle Serienempfehlung. Ich packe da noch Kipo dazu, weil großer Fan davon. Auch da gibt es, glaube ich, nur zwei Konfliktlösungen, die Gewalt. Oder die Ghibli-Filme sind auch wunderschön. Also mein Freund Totoro. Einfach wunderschön. Genau, und bei Kipo gibt es, glaube ich, nur zwei Konfliktlösungen durch Gewalt. Und ansonsten hat man irgendwann sogar Sympathien, Achtung Spoiler, für den Bösewicht. Das ist zum einen. Und zum anderen, die fand ich schön, dass du erwähnt hast, dass die Star Trek-Zeit gezeigt hat, dass die Erzählungen aus den 60ern heutzutage vielleicht sogar ein bisschen peinlich berührt einen zurücklassen und Fremdschämen-Momente, weil die Utopie damals doch nicht die Utopie war, für die wir sie alle gehalten haben, weil sie eben doch wieder nur die Mehrheitsgesellschaft oder die weißmännliche Sicht, und offensichtlich ist eine Utopie, die nur einsichtig gedacht ist, nicht für alle eine Utopie. Aber nach Definition ist es ja genau das, was die Utopie ausmacht. Ne? Also dass der gesellschaftliche die überwiegend geteilte Definition, wenn sie weiß, cis, hetero, männlich ist, dann, keine Ahnung, das war, glaube ich, total sinnlos, diese Zusammenstellung, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, wir wissen, was du meinst. Dann ist es halt das. Und dass das auch ein Problem ist, ungenommen. Aber, ne? Ja. Ich wollte nur noch den einen Punkt mit haltgebenden Alternativen aufgreifen, weil ich den super spannend fand, den ihr jetzt so diskutiert habt. Weil, wenn jetzt uns gesagt wird, ja, das, was jetzt die Mehrheitsgesellschaft vorlebt, ist nicht okay. Ne? Stichwort Klima, andere Stichworte fallen euch da bestimmt auch ein. Es gibt noch keine direkte, gleichwertige Alternative im Sinne von mehrheitlich akzeptiert, im Sinne von ausreichend bekannt, die halt genug gibt für alle. Deswegen sind ja jetzt alle so dabei, irgendwo anders sich komplett reinzufuchsen und da halt zu suchen, ob das die Esoterik ist, ob das Verschwörungsmythen sind, ob das auch die Klimabewegung ist, die ja auch sehr viel verspricht, aber eben noch nicht mehrheitsfähig ist. Auch aus Gründen hier und da. Also fand ich einen super spannenden Punkt, weil das gerade alles noch in Entwicklung ist. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Jonathan, ihr Kinderserie empfohlen habt, habe ich erstens eine Serie, die als Kinderserie in den 60ern, glaube ich, startete und jetzt als Erwachsenenserie sehr erfolgreich ist. Das ist Doctor Who, wo auch nie ein Konflikt mit Gewalt gelöst wird, weil der Doktor sogar zwei Herzen hat. Beide für das Leben schlagen. Das ist eine Serie, die mich, je mehr ich drüber nachdenke und so, immer mehr berührt. Wobei der Doktor selber ja nur der Pazifist ist, seine Companions müssen das nicht sein. Das stimmt. Aber dass jemand sozusagen von denen jemand erschossen wird, ist mir auch noch nicht untergekommen. Oder so. Aber also das ist eine Serie, die sehr an anderen
Lösungswegen auch interessiert ist, finde ich unglaublich reizvoll deshalb. Und also Kinderserien sind ein wichtiger Punkt, weil nämlich Kinder sehr einfach auch anders lernen als wir. Unsere Tochter, die hat ein Buch geschenkt bekommen. Das heißt, Kleidung ist für alle da. Das ist aus dem Zucker-Süß Verlag. Das ist ein Verlag, der ist sehr divers aufgestellt. Da gibt es dann irgendwie ein Kind, das ist schwarz. Nächstes Kind ist weiß. Das nächste hat ein Cochlea-Implantat. Ein anderes hat ein Hörgerät. Ein Junge trägt Tütüs. Und es geht immer darum, dass die Kinder sagen, warum sie gerne die Kleidung tragen. Nämlich nicht, weil sie Mädchen oder Junge sind, sondern der Junge trägt gerne ein Tütü, weil er so gerne herumwirbelt. Und das Mädchen trägt gerne eine Latzhosen, weil da so viele Taschen dran sind. Und die eine trägt gerne eine Kappe, weil sie damit cool aussieht. Die nächste trägt einen Helm, weil sie damit neue Tricks auf dem Skateboard lernen kann. Also, und überall sind sozusagen diverse Darstellungen, Menschen mit Behinderung, People of Color, selbstverständlich, ohne dass sie zum Thema gemacht werden. Also es wird dann nicht gesagt, dass das sozusagen, dass das Mädchen taub ist oder so. Geht überhaupt nicht darum, sondern es geht um die Klamotte. Paulina ist von dem Buch total verwirrt. Meine Mutter kommentierte das mit, na klar. Und ich sagte, aber weißt du weshalb? Weil das eine Mädchen kopfüber an einem Baum hängt, weil es klettert, das mit der Latzhose. Und Paulina dann immer das Buch umdreht und dann aber sieht, dass die anderen Kinder, die im Hintergrund spielen, dann auf dem Kopf spielen. Die weiß nicht, wie sie das Buch halten soll. Das ist ihr größtes Problem mit diesem Buch. Und das finde ich so geil. Weil sie einfach da sieht, eine Gesellschaft kann auch anders sein. Und ich glaube, da gilt einfach Representation matters. Meine Frau sagt immer, wenn man mal in den USA war, dann merkt man, dass amerikanische Filme alle so in Anführungszeichen falsch sind. Weil wenn die Helden da durch die Straßen gehen oder die Heldinnen, gibt es immer fast nur weiße Leute, die da im Café sitzen und über die Straße gehen. Aber sie sagt, die Gesellschaft ist da viel bunter. Und so. Also ich glaube, es hat ganz viel mit Repräsentation und mit Lernen zu tun. Und das ist natürlich gerade irgendwie unser, also zumindest von denen, die man früher linksliberal genannt hätte, oder von den pluralistisch nicht libertär denkenden Leuten, nein, von den libertär nicht identitär denkenden Leuten, ist das ja das große Thema, Repräsentation aller in der Gesellschaft. Und Auch eine Utopie, oder ist es keine Utopie? es ist eine Utopie. Es wird aufs Ganze nie funktionieren, weil es nämlich heißt, dass eine bestimmte Schicht Gesellschaft, nämlich weiße Hetero-Cis-Männer, Deutungshoheit abgeben müssen. Und deswegen, also für die war ja dann früher alles besser und sie fühlen sich plötzlich von Cancel Culture und Woken Linken bedroht, was sie ja überhaupt nicht sind. Und so. Also, das ist ja absurd, wenn man sich das anhört. Aber das ist tatsächlich also für mich eine lebenswerte Utopie. Und jetzt werde ich wieder ganz fromm plötzlich, wenn ich nämlich sage mit Paulus, dass es nicht relevant ist, ob man Frau oder Grieche oder irgendwas anderes ist, sondern man ist einfach von Gott angesehen. Und das ist gut. Und jeder Mensch hat eine Würde, die davon abhängig, dass er abhängig ist, dass er Mensch ist und von nichts weiter. Das ist für mich keine Utopie, das ist für mich Glaube. Das ist nämlich etwas, was mich wirklich trägt und in all meinem gesellschaftlichen Engagement, in meinem ganz persönlichen Sein und in meinem angenommen Sein als Mensch trägt. Aber es ist nur Utopie, dass das für alle gilt. Oder eine aus einer vielleicht anderen Weltanschauung vergleichbare Konsequenz, nämlich dass alle Menschen, egal wie und wer und von wo und wen sie lieben, gleich viel wert sind.
Das ist, glaube ich, leider immer noch eine Utopie, weil es immer noch genügend Arschlöcher auf dieser Welt gibt. Amen. Amen ist immer gut an der Stelle, ja. Ja, Leute, wir haben jetzt echt über eine Stunde schon gequatscht darüber. Und dabei haben wir vorher gesagt, irgendwie, keine Ahnung, der Utopie, kann man alles und nichts zu sagen. Und ja, der Alex hatte auch noch ganz viel tolle, irgendwie philosophische Stichpunkte irgendwie in den Discord gehauen, noch, auf die wir jetzt auch noch eingehen könnten. Also das Thema ist noch gar nicht richtig abgeschlossen. Also man kann sehr, sehr viel noch sagen über Utopien und über Zukunft und alles Mögliche. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine spezialisiertere Folge dazu oder so. Aber ich glaube, für heute packen wir es einfach mal, weil ich fand doch dieses alle Menschen haben eine Würde ist echt ein schönes zusammenfassendes Schlusswort von Jonathan. Auch ich glaube auch, dass es jenseits des christlichen Glaubens gilt und teilbar ist diese Vorstellung. Und hinterlässt uns jetzt natürlich in der die Würfelphilosophen typischen letzten Frage, was hat Utopie denn jetzt mit unseren Rollenspielerfahrungen zu tun? Und Freiwillige zuerst. Ich meine, ein bisschen haben wir es ja schon angeschnitten heute. Ich würde also zum einen auf unsere Episode verweisen, in der wir schon die Solarpunk und Hopepunk Sachen angedacht haben. Ich glaube, es war die Klimafolge, ne? Ja, der Quali nickt. Und was ich interessant finde, wenn wir über Utopien denken, also viel, viel mehr Rollenspielsysteme, die ich zumindest kenne, auch die größeren, gucken sich ja Dystopien an. Ne? Shadowrun als großes Beispiel, aber auch Cyberpunk und Numenera auch ein Stück weit. Na, da gibt es ja schon 6 oder 7 Zivilisationen, die untergegangen sind aus diversen Gründen. Das scheint irgendwie World of attraktiver zu sein. Darkness. World of Darkness, ah ja, sorry, genau die auch. Also irgendwie scheint es attraktiver zu sein, sich damit auseinanderzusetzen, mit den ganzen Sachen, die keinen Spaß machen im echten Leben, das nochmal ein Stück weiterdenken und sich diesen Problemen stellen, die man ja im echten Leben vielleicht nicht so leicht gelöst bekommt, weil man nicht ein Ork mit Schrotflinte ist oder so. Also, das finde ich super spannend. Dystopien und die Probleme, die bereithalten, attraktiver sind für Rollenspieler. Ich würde eine andere Schiene aufmachen. Ich würde sagen, gerade mit Blick darauf, wohin jetzt gerade so der neue heiße Scheiß an Indie-Spielen so hinsteuert, ist es ja oftmals jetzt, also gerade so aus der Ecke der PPDA-Spiele, sind es ja oftmals auch Sachen, die auf Serien sich beziehen. Und ich würde jetzt an der Stelle jetzt einfach mal so etwas wie Brindlewood Bay einfach anpacken, auch wenn das jetzt per Definition nichts mit Utopie zu tun hat, sondern es hat eher was damit zu tun, dass man sich mit etwas beschäftigt, was man von früher kennt, womit man eben Ruhe und Frieden, um mein Eingangsthema hier im Vorgespräch, wo ich gesagt habe, ich bin froh, wenn ich jetzt im Jahreswechsel jetzt einfach ein bisschen Ruhe und Frieden in meinem für das neue Jahr finden werde. Nochmal aufzugreifen, nämlich einfach so die Sache, okay, im Vertrauten und dass man eben sowas wie Seifenoper oder eben so Krimi-Dinger wie Mord ist ihr Hobby, was ja, wenn man sich genau anschaut, ja nie wirklich brutal oder sonst wie war, sondern immer irgendwie interessant. Oder eben auch so Seifenoper im Sinne von Telenovela, dann würde ich noch aus der Rollenspielecke noch Passion della Passion empfehlen, was eben Telenovela so spanischer Art eben als Rollenspiel möglich macht, wo es dann eben darum geht, die Drama Queen, den Schönling etc. zu spielen, um einfach nur Seifenoper-Wahnsinn zu vollziehen. Genau, also das wäre so jetzt meine Sache. Also cozy, Krimi, Dinner, Mord is your Hobby, Krimifälle, Omas lösen den Kriminalfall, den die Polizei nicht hinkriegt. Warum auch immer. Und dann eben noch Drama à la spanischer Telenovela. Ja. Ihr kennt immer Sachen,
Bin da völlig raus. Ich glaube, das nerdigste Rollenspiel oder das kleinste Rollenspiel, was ich kenne, ist Tribe 8. Und das ist ja auch schon 20 Jahre alt. Aber ich bin immer sehr beeindruckt, höre immer lauter Namen, die ich noch nie gehört habe und lauter Systeme, die ich gar nicht kenne. Ich glaube, dass in vielen Rollenspielen etwas Utopisches drinsteckt. Ich nehme jetzt nochmal Shadowrun. Der Ork mit der Schrotflinte war nämlich 89 voll das geile Ding. Wenn man mal, man kann ja auch mal auf die Konkurrenz hinweisen oder auf die, nein, Konkurrenz ist es nicht, auf die Kollegen. Wenn man den Micha vom Schattenläufer mal zuhört, der immer auch auf gesellschaftskritische Dinge bei Shadowrun achtet, dann haben ja die Orks die Rolle in der Gesellschaft von Shadowrun, die in den 80ern in den USA die Schwarzen hatten. Nämlich Menschen, die immer ausgebeutet wurden, kurze Lebenserwartungen hatten und auch zum wahrscheinlich höheren Teil zumindest kriminell gelistet wurden, sagen wir mal. Und auch da ist es ein Punkt Selbstermächtigung zu sagen, eine Gruppe, die dermaßen diskriminiert wird von der Welt, kann man aber als Charakter spielen, nicht als klassischer Held, weil das die Welt von Shadowrun nicht hergibt, aber es ist eine Form der Selbstermächtigung und auch das hat einen utopischen Charakter, wenn man etwas, was einem eigentlich zum Nachteil gereicht wird, umdrehen kann und die eigene Deutung darüber wieder erhält. Das hat für mich was sehr Utopisches und gerade bei Shadowrun ist es für mich sehr ausgeprägt. Es gibt jetzt ganz viele Leute, die sagen, lass die Politik da raus. Ich will doch einfach nur mit der Panthersturmkanone Leute umnieten. Aber ich finde, Shadowrun ist viel, viel, viel mehr. Ja, das ist so der Gedanke, der mir dazu nochmal einfällt. Weil Selbstermächtigung für mich eben immer etwas einen erstrebenswert utopischen Charakter hat. Ja, ich würde das Ganze noch ergänzen und würde sagen, wenn ihr ein Rollenspiel-Setting bespielt, achtet doch einfach mal ein bisschen darauf, welche utopischen Vorstellungen es in eurem Setting von den Leuten denn gibt. Also frei nach unserer Definition von Wikipedia, was ist denn der gesellschaftliche Konsens in euren Gesellschaften, in denen sich eure HeldInnen bewegen? Worauf die Gesellschaft hinstrebt. Denn ich denke, so sehr wir jetzt auch gesagt haben, wir bespielen ja ständig dystopische Sachen, ich glaube, man findet diese utopischen Werte selbst in der World of Darkness und selbst in Shadowrun. Und ich glaube, das ist dann doch wieder der Kern, der mich fröhlich stimmt bei dem ganzen Shotgun-Geballere. Weil wir dann da doch irgendwie Anknüpfungspunkte haben, genau wie in der realen Welt auch, etwas Schönem entgegenzustreben und für das Gute zu kämpfen. Und ich glaube, das ist ja das Rope, was die meisten Rollenspiele bedienen, der Kampf für das Gute oder für das Bessere und weiß nur das eigene Bessere bei Shadowrun. Man muss es nicht gleich auf 100% und drüber drehen, wie der Solarpunk es macht, obwohl ich das auch irgendwie echt spannend finde und das irgendwann mal vielleicht ausprobieren will. Ich finde es aber auch cool, vielleicht eine dystopische Welt mit utopischen Werten zu fluten und zu gucken, was das mit der Gesellschaft macht. Weil das ist Rollenspiel, da kann man sich ausprobieren. Ja, vielen, vielen Dank dazu, dass ihr mit mir über Utopie gequatscht habt. Danke da draußen, dass ihr uns jetzt so lange zuhört. Wenn ihr noch dran seid und das auf YouTube schaut, kommentiert doch mal mit irgendwie Hashtag Utopie in Dystopie oder so. Falls ihr das buchstabieren könnt. Ich kann es nicht. Ja, und nächsten Monat sind wir wieder am Start mit einem völlig anderen Thema. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ihr dürft auch gerne Themenwünsche noch Genau, äußern. ja. Also wenn ihr sagt, irgendwie langweilig, Utopie, bäh, redet doch mal mehr über Shotguns in Shadowrun.
Oder wenn ihr sagt, wir wollen noch ein Follow-up zur Utopie, weil ihr habt da noch so viel zu sagen, bestimmt. Oder ihr wollt sogar mitreden. Oh ja, oh ja. Als Beispiel kann ich mir noch sagen, die letzte Folge, wo Sierra mit uns über Glaube und Wissenschaft reden wollte. Also wenn ihr einen Themenvorschlag habt über gesellschaftliche, politische, philosophische oder glaubenstechnische Themen, immer her damit. Und wenn ihr mit uns quatschen wollt, ihr seid herzlich eingeladen, auch mal diese Herrenrunde hier zu sprengen. Das ist immer ganz toll. Wir sind, ich sehe immer sehr viel weiß und bärtig. Wie hat Knorkator das immer gut ausgedrückt? Ne? Dicke Männer mit Bärten. Immerhin haben wir 50% Hut- oder Kopfbedeckungsquote. Ja, ich könnte eine Kapuze noch bilden, dann haben wir über 50% Kopfbedeckungsquote. Ja. Hallo! Wir diskriminieren den Jonathan. Alles klar. Jetzt wird's langsam ein bisschen utopisch hier. Vielen Dank für alles. Kommentiert und lasst uns wissen, ob ihr das toll findet, was wir machen, oder falls ihr Kritik habt, immer her damit. Und Vorschläge sind immer gern gesehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.